Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in Train Sim World 2. Ich habe mir mal ein Szenario aus dem Workshop mal ausgesucht. Und zwar fahren wir mit dem HST Regionalservices von Penzance nach St. Ives auf der West Cornwall Strecke. Also das ist die Branchlinie, die wir da heute fahren. Keine Ahnung, ob da jemals ein HST wirklich so runtergefahren ist, wie wir das jetzt dann gleich machen werden. Aber ich glaube es nicht. Das werden dann eher einfache DMUs sein. Gerade wenn man dann sich die Haltestellen so ansieht. Wir werden es dann eh gleich mal sehen. Jo. Unser HSD ist soweit mal fertig. Bestehend aus 4 Wagen. Und dann geht es auch gleich schon mal los. Ja, für mich ist aktuell gerade Montag und ich bin jetzt wieder den zweiten Tag in der Schweiz. Bin gerade aus Südafrika wiedergekommen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, beziehungsweise zwei. Die sind vermutlich schon rausgekommen, als ich das Video jetzt hier dann mache. Also beziehungsweise, sag ich denn, als ich es mache. Als ich bis dann veröffentlicht werde. Und ja, ich sag's euch, der Trip, der war echt anstrengend. Also 20 Stunden nach unten, 20 Stunden wieder nach oben. Weil in 7 Stunden habe ich ein Flyover, wie sagt man denn dazu? Layover gehabt, sprich, ich bin von Zürich nach Abu Dhabi, 7 Stunden gewartet auf den nächsten Flug und dann wieder die nächsten Stunden nach unten. Echt anstrengend, aber war dafür günstig. So, für uns geht es auch schon mal los. Ja, es ist einfach schön, der HSD. Definitiv einer meiner Lieblingszüge. Ich muss mit dem echt nochmal fahren. Eventuell geht es das Jahr nochmal aus, dass ich dann nach London gehe und dann nochmal ein paar Eisenbahn-Erlebnisse mache. Beziehungsweise dann auch noch Videos dazu. Ah, reizt mich schon sehr. Aber erst ein bisschen Geld sparen. Ein bisschen zu viel Geld jetzt ausgeben in der letzten Zeit. Ja, in Euro Millionen müssen wir mal gewinnen. Ja, unser nächster Halt ist St. Earth und da werden wir hier von der Mainline dann abzweigen auf die Branchline und da wird es dann recht langsam weitergehen. Aber so wie wir hier jetzt dann aus dem Bahnhofsbereich draußen sehen, da kommt jetzt noch das Depot und dann dürfen wir erstmal 70 fahren, beziehungsweise dann 75 später. Schöne Aussicht hier da aufs Meer. Boah. Schwimmen wäre jetzt ziemlich geil. Also bei uns hat es jetzt da teilweise bis zu 30 Grad schon gehabt. Und fangen jetzt wieder zum Schwitzen an. Ey, das ist so schlimm, wenn meine Wohnung hat, die kein Klima hat. Und nur den Ventilator. Beziehungsweise ich habe noch so einen Verdunstungskühler da, aber ich weiß nicht, das macht es teilweise nur noch schlimmer. Irgendwann mal. Eine neue Wohnung mit Klima. Das wär's. Ich bleibe echt jeden, dass er sowas hat. Oh, das war in Abu Dhabi noch krass. Der Flughafen selber ist ja natürlich klimatisiert, richtig schön kühl. Und beim Hinflug nach Südafrika, also nach Johannesburg, dachte ich mal, ich gehe mal bei Abu Dhabi mal nach draußen und habe nicht im Kopf gehabt, dass es da unten echt heiß ist. Und so wie ich aus dem Flughafengebäude rausgegangen bin, habe ich meine richtig knallharte Watschen gekriegt. Das war so heiß da draußen, da bin ich gerade wieder rein. Nee, das war nichts für mich. So, dann können wir schon mal wieder schleunigen, auch wenn wir das jetzt sehr lang machen werden. Ich glaube, es sind nur 3 Meilen ungefähr bis zum nächsten Halt. Da habe ich schon lange nicht mehr gemacht. HSD-Fahren macht schon Bock. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es für den HSD mittlerweile im Workshop noch andere Lackierungen gibt. Da muss ich mal nachgucken. Ich kenne ja bis jetzt nur in dem JVA-Design. Die Kurven ist ja schon ein bisschen heftig da, mit 70 Mal da durchbrettern. So, dale. Und dann wird das wieder zweigleisig. Dann können wir noch 5 Meilen beschleunigen. Bei 75. Ja, ist schon die Schönheit. Ich schwitze die ganze Strecke da, wird es eben Train Sim World 2 geben. Ist halt ein bisschen zu kurz. Ich glaube, es sind. Ich habe den Artikel gerade offen. Ja, 70 Meilen insgesamt. Von St. Penz zu St. Austell und dann eben die St. Ives Branch. Und. Oh, die Branchline, die ist noch gar nicht mal so alt. Die ist erst in den 1990ern dazugekommen. Oh, haben wir was gelernt hier. Aber in den Bewertungen ist die Strecken gar nicht mal so gut weggekommen.
eins finde ich ein bisschen langweilig in Transit World. Es gibt ja diese 24-Stunden-Timetable, wo du halt einfach die, ja, die echten Fahrten so hin und her fährst nach in unterschiedlichen Uhrzeiten. Aber wer macht das denn wirklich? Wer fährt da wirklich alles durch? Ich meine, das ist recht langweilig, wenn man die ganze Zeit immer die gleiche Strecke fährt. Klar, also teilweise die Intercities, mit da HSD mit vielleicht einem Halt oder gar keinen Halt, wenn es eine Durchfahrt ist. Und dann halt regional, die halt überall stehen bleiben. Ist einfach der Unterschied zu welcher Tageszeit und was für Wette das ist. Ansonsten hast du da nicht wirklich Variety drin. Wie zum Beispiel ein Ausfall oder musst einen Gleiswechsel machen. Solche Sachen. So, zweimal noch, dann sind wir auch schon da. Und dann werden wir bei der Fahrt noch ein bisschen Blödsinn machen. Wir werden es dann gleich noch sehen. Ah, irgendwie vermisse ich jetzt schon wieder Südafrika. Der Grund, warum ich eigentlich runtergegangen bin, war leider kein schöner. Ein guter Freund von mir geht es leider nicht sehr gut und habe mich um gekümmert. Aber bei eben zwei Tagen konnte ich dann noch ein paar andere Sachen machen, weil ich nicht besuchen konnte. Und da habe ich ja die historische Eisenbahn ja besucht. Das war halt ein Mega-Erlebnis. Und auch noch das South African Air Force Museum. Das war auch cool. Bin jetzt zwar nicht der Mega-Fan von Kriegsgeräten, aber die Flugzeuge dort zu sehen, das war schon impressive. Teilweise auch die Bemalung ziemlich geil. Aber habt ihr vermutlich eh schon im eigenen Video gesehen. Kann ich euch nicht empfehlen, falls ihr das noch nicht angeschaut habt. Oder es noch rauskommt. Bin mir nicht sicher. Ich um Planung. Okay. Knapp unter der Meile noch. Und dann geht's weg von der Hauptstrategie. Eine Sache ist, also ein bisschen für mich ein bisschen speziell. In Südafrika fährt man ja auf der linken Seite. Für mich mittlerweile kein Problem, nachdem ich schon 7-8 Mal da unten gewesen bin. Aber als ich dann wieder in Zürich gewesen bin und wieder rechts gefahren wird, ey, das ist dann immer so ein komisches Gefühl. Man denkt, ist das jetzt richtig? Muss man jetzt da wirklich so fahren? Aber würde ich dann in England mal Auto fahren, glaube ich, wäre ich sofort wieder drin. Also im Schnitt, also bei mir dauert es meistens einen Tag, bis ich mich da irgendwie voll drauf einrichte, dass ich wieder links fahren muss. Boah, und voll gemein, ich hatte ein Auto, wo Blinker und Scheibenwischer vertauscht gewesen ist. Also normalerweise hast du ja Blinker links, Scheibenwischer rechts. Und in Südafrika gibt es Autos teilweise, was genau so ist oder halt verkehrt. Und ich war es ja gewohnt, dass der Blinker... Na warte mal, jetzt bin ich selber verwirrt. wo ist der Blinker jetzt? Eigentlich rechts. Also in meinem Auto war es auf der rechten Seite. Und ich habe aber immer wieder links schalten wollen. Da hat immer der Scheibenwischer angegangen. Cool, wir sind da. Und dann werden wir jetzt auch mal aussteigen. Sieht doch wunderbar aus. Und da steht auch schon DMU, der normalerweise hier die Branchline fahren wird und die fahren auch da von den Bahnsteigen weg. Das ist irgendwie so witzig, wenn wir jetzt da einsteigen und einfach mal mitfahren. Und wir haben keinen Fahrer da vorne drin. Steht vermutlich ein bisschen länger. Licht das denn auch nicht an. Oh, und schaut euch mal, wie gut ich da angehalten habe. Fast parallel. Und das habe ich nicht mal geplant. Sehr nice. Und da gab es ein Achievement. Für irgendwas. Nice. Fast perfekt. Also, wenn ich dafür nicht mal einen Daumen da rumkriege. Ach, da die Kofferwand ist. Hat jemand von euch bei einer Strecke schon die ganzen Achievement-Dinger da mal fertig gemacht? Also diese ganzen Plakaten aufhängen und Sachen finden etc. Gibt es bei keiner einzigen Strecke. Wenn ich es gerade per Zufall sehe, dann mache ich es, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der das irgendwie komplett haben muss. So, da geht es jetzt mit 15 rein. Davon die Signalbox, das Stellwerk. Sofern es überhaupt noch aktiv ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Könnte aber gut sein. Also in England sind viele noch von diesen kleinen Stellwerken aktiv, was ich schön finde. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sie dann weg sind. Respektiv dann das Ganze von einem Zentralstellwerk gemacht wird. DMU ist 30. Ja, wir sind ein bisschen overpowered als DMU.
eigentlich viel zu leistungsvoll für so Regio-Services. Aber damit verdienen jetzt ja noch ihr Brot die HSTs. Aber grundsätzlich ist die Strecke schön ausgestaltet, muss ich schon sagen. Also vor allem jetzt hier die Branch Line ist wirklich schön gemacht. Und da dann die Strände, was wir dann später sehen werden, bin zufrieden. Aber es ist jetzt auch nicht keine Strecke, die jetzt oft fahren wird. Vor allem auch nicht hier die Branch Line. Die fährst mal, dann hast du es gesehen und dann lass es wieder für 2 Monate stehen. Und dann fährst du vielleicht mal wieder. Vielleicht auch mit einem anderen Rolling Stock. Aber ja. Zur Abwechslung, warum eigentlich auch nicht? Nächster Halt, Linien Saltings. Ist mehr so ein Haltepunkt. Und da ist er auch schon. Nicht viel los hier und auch da werden wir natürlich wieder aussteigen. Und das war so der Punkt, wo ich mir dann dachte, jo, lass doch mal hier die ganzen Wegelchen auffüllen und schauen, was wir sonst irgendwie an Achievements da irgendwie auffüllen können, diese Placement-Sachen. Ja, wunderbar. Gut angehalten. Bin zufrieden mit mir. So, raus geht's. Und da haben wir schon das erste Gepäckchen. Wo auch immer so ein Wagen einfach hier dasteht. Ah, oh, schön hier. Natürlich Poster. Welcome to Penzance. Wir sind aber da nicht da. Und die Plakate werden auch immer gleich bleiben. Und das ist irgendwie schräg. Hier ist einfach mal so Eis. Einfach so. Das macht auch nicht viel Sinn. Heute werden wir noch ein paar Mal sehen. Auch hier gibt es wieder ein Plakat. Ja, also da haben sie schon ein bisschen übertrieben mit den ganzen Placements. Infoanzeige, die nicht funktioniert. Bin ich gar nicht weiter runtergelaufen. Ich glaube, bei der unten hätte es sowas gehabt. Aber dann wollte ich doch irgendwie halbwegs zügig wieder weiterfahren. Also, Türen wieder zu und ab geht's. Bei den nächsten halt, scheiß mal da wieder genauer an. Und was mir gerade spontan einfällt, was ich nur froh wäre, wenn Dovetail Games mal mit den TS Classic Sachen, also hier in Transit World weitermachen, also die Legacy Sachen mal up to date bringen, dass das mal reinkommt und vor allem das Support für den Raid Driver bei den ganzen Locos dann endlich mal nachgezogen wird. Da fällen mir beispielsweise die Class 40 ein. Und Class 45, bzw. 46, die Peak-Lock-Motiven, die gehen nicht mit dem Red Driver. Das wäre so schön. Das kann ja nicht so schwer sein, dass man da irgendwie den Support dafür einrichtet. Aber ja. Vielmehr freue ich mich auf das Steam-Update, wenn es dann endlich mal kommt mit der Dampflok. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Und was jetzt endlich mal kommen sollte von Railroads Online, also heute ist das 16. Und es sollte eigentlich schon ein Patch kommen sein, beziehungsweise ein Update für das Splines-Update für Railroads Online. Es ist aber noch keins da. Stand heute. Und auf Steam steht gerade aktuell, es kommt ein Update am 20. Die haben es mit dem Datum schon nicht so ganz. Es war mit 13. Thema, es war mit 15. Ding, das was kommen soll. Jetzt ist der 20. Naja, mal gucken. Aber dann wird es dann endlich da mal weitergehen und ich hoffe, das kann was. Vor allem hoffe ich dann, dass die Performance besser wird. Aber da gibt es entsprechend damit ab dann ein paar Videos und dann werde ich wieder komplett neu anfangen. Denn ich habe gesagt, dass das neue Spline-System ja mit den alten nicht kompatibel ist. Also fange ich wieder komplett neu an. Und irgendwann einmal, hoffentlich mal so ein Karten-Editor. Für mal ein bisschen mehr Abwechslung. Das wäre noch schön. Ich meine, die sind ja jetzt total dabei, da das neue Loks zu machen, neue Wagen und so weiter und Häuser. Das ist zwar alles schön und cool, dass man da was anderes fahren kann. Es sieht ja auch echt schön aus. Aber jetzt die ganzen Eiswaffeln. Das macht einfach so keinen Sinn. Und die Poster über die gleichen. Aber ja, ich wäre da mal froh, wenn sie dann mal grundlegend primär an der Performance arbeiten würden. Cool. Ja, also unser Zug ist ein bisschen zu lang. Also deswegen glaube ich nicht, dass hier wirklich mein HST reingefahren wäre.
du bist im regulären Dienst. Das wäre auch viel zu teuer. Ich meine, was die Diesel stucken, die zwei davon. So, Delay. Tür zu, ab geht's. Leichten Delay. Aber eh kein Fahrplan. So, mein Junge. Abfahrt. Mit Schmopsgeschwindigkeit ans Ziel. Ja, Spaceballs. Schöner Film. Wäre cool gewesen, hätten da jemand Spaceballs 2 gemacht. Einfach nur doof. Oh, bezüglich doof. In Südafrika hat mir mein Kollege einen neuen YouTuber gezeigt, den ich mir momentan gerade anschaue. Und zwar ist es I Did A Thing. Das ist in Australien. Und der baut halt immer wieder so komische Sachen und macht Experimente. Und der ist halt dämlich dabei. Ähnlich wie Elektro-Boom, nur für viel, viel dümmer, aber echt witzig. Schaut's mal vorbei, sucht's mal in Google nach I Did A Thing und schaut ein, zwei Videos von ihm an. Das ist genau mein Humor. Hat natürlich jetzt nichts mit Eisenbahn so zu tun. Aber so hier wieder zum Angucken. Ist schon ganz cool. Der hat auch noch einen Zweitkanal. Das fällt mir gerade noch nicht ein. Ich schalte nochmal. Da machen zwar so Dokumentarsachen, aber auch mit Blödsinn und teilweise, also ein Video war zum Beispiel, sie sind nach Nordkorea gereist, um sich da einen Haarschnitt machen zu lassen, der gleich aussieht wie der von Kim Jong-un. Und haben halt währenddessen halt dann über Nordkorea an sich berichtet und berichtet so über die Missstände da. Aber ja, müsst euch anschauen. Ist wirklich witzig. Also wenn man seinen Hauptkanal vor allem angeschaut hat und den Content mag, so wie er das macht. Für ein bisschen Railcar Simulator gibt es auch demnächst bald ein großes Update. Da werden wir dann auch wieder vorbeischauen. Der hat also richtig geile Animationen von den alten DMUs. Und wenn es dann draußen ist, schau es mir auch definitiv an. Bin ich ein bisschen ein Fan von dem, also ich hoffe, der macht da weiter. Aber es ist ein super kleines Team, ein bisschen Railcar Simulator. Ich glaube, es sind zwei Leute, die das momentan machen. Und ich sehe gerade bei der Steam-Seite, da hat er jetzt gerade für den Editor ein Update reingebracht, dass er automatisch so Cities generiert und auch so Goods Yards. Das ist natürlich super geil, wenn man einen Generator nutzt. Nicht den Generator, den Editor. Und das dann ein bisschen vereinfacht für die Szenarioersteller. Nichts für mich. Ich baue keine Strecken und baue keine Szenarien. Aber für die Leute, die es tun, warum nicht? Also die Fotos schauen mal geil aus. Und da hat es dann die klassischen UK Level Crossings anpasst, also die mit dem weißen Gate. Sieht man auch hier in Transit World teilweise. Ich glaube bei der Somerset Railway sind die mitunter dabei. Diese Gates. Sieht richtig schön aus. Ich habe mir jetzt gerade parallel nochmal den Workshop angeschaut zum Diesel Railcar Simulator und da ist gerade eine neue Strecke rausgekommen und zwar Highland Railway und das ist basierend auf einer echten Highland Railway in Schottland und hat mitunter den höchsten Punkt der britischen Eisenbahn, drüber Hadu Pass, keine Ahnung, garantiert falsch ausgesprochen und sieht cool aus, also die Bewertungen von den Leuten, die es schon gespielt haben, sieht nice aus, die Fotos sehen nice aus. Ist halt jetzt noch ohne den großen Update, was jetzt kommt, aber das schaue ich mir mal an. Ich denke, es war bei der Zeit, mit dem Diesel Railcar Simulator was zu machen. Ja, so eine geile Physik-Simulation. Ah, den HSD, den kann ich mir die ganze Zeit von außen angucken. So, nächster Halt, da kann man ein bisschen flott, deswegen ein bisschen fester bremsen hier. Das ist ja schon mit den ganzen Placement-Sachen. Das sticht fast schon ganz schön heraus hier. Moin Leute! HSD Special Service, bitte alle mal einsteigen. Da ist noch ein bisschen was los hier. Ich hab ein bisschen viel für diese kleine Station hier.
So, da, Türen auf und wir gehen wieder raus. Und dann werden wir die ganzen Sachen hier wieder platzieren. Ja, dann haben sie es echt ein bisschen übertrieben. So viel auf einmal. Es hätte schon gereicht mit den Plakaten, glaube ich. Hier kann man nichts. Okay, hier ging was. Ja. Hier wieder das Eis. Total realistisch. Und auch hier wieder nochmal. Es wäre noch wenigstens nice, wenn die NPCs da das Eis noch nehmen würden. Oder dass man irgendwie so einen Verkäufer dazu hat. Gut. Da habe ich jetzt nochmal geschaut, ob ich da oben irgendwie rausgehen kann. Aber man kann zwar hier raufgehen, aber man kommt da nicht mehr sehr weit. Nämlich genau bis hierhin. Dann ist Schluss. Unsichtbare Wand hier. Ich kann ja nicht mehr einen Spaß haben hier. So, dann zurück geht's. Und ich glaube, das erste Pieps, was wir hier gekriegt haben, das war das Plakat da hier im Häuschen drin. Wo das mit der Fansense hier drin ist, also das hier. Wo es aber von außen reagiert hat. Da ist aber echt viel los. Ich glaube, das ganze Dorf ist hier unterwegs. Gibt es ein Dorffest, wo ihr alle hin wollt? Will ich auch hin. Oh, bist du. Oh, Dorffest. Da denke ich jetzt gerade an das Zwiebelfest in. Ah, wo war denn das? Deutschland, nicht Erfurt. Weimar, glaube ich, war das. Oh, das war so nice. Da wird dann richtig frischen Flammkuchen und so. Und Zwiebelsenf. Wow. Müsste ich mal wieder hin. Das Einzige, was ich bei diesem HSD nicht mag, das ist das Geräusch, was die Personenwagen da machen. Das klingt so komisch. Das ist. Man hört sie immer wieder, vor allem wenn er langsam fährt. Da gibt es bessere Soundmodelle. Armstrong Powerhouse hat gezeigt, wie es geht. Gibt es ein super geiles Enhanced-Impact für den HST. Vor allem die Motorensound mit der Valenta und. Was war jetzt der andere Motor nochmal? Irgendwas mit Emrich. Valenta, M. Schau mal ganz kurz nach. Dann weiß es wird. Okay, ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Der andere Motor sind die Paxman Engine gewesen. Und insgesamt 25 Power Cars sind damit umgebaut worden. Anstatt der Valenta Maschine, die ja am Anfang drin war. Außerdem habe ich gerade gesehen, es gab in 2007 einen Diesel-Batterie-Hybriden, den sie damals gemacht haben. Und das war von Hitachi. Und die haben da in einen Mark III Wagen, also einen, was wir jetzt da hinten haben, so ein Batteriesystem einbaut und mit dem sind sie so experimentell ja, hin und her gefahren. Also sprich, einerseits Dieselpower, einerseits Batteriepower, um einfach Sprit zu sparen und das ist dann auch wieder umgebaut worden. Aber coole Idee, da mal den Batteriewagen. Wird generell, glaube ich, die Zukunft werden beim Eisenbahn. Die Batterietechnik, diese Wasserstofftechnik. Deutschland, glaube ich, gibt es ja jetzt schon eine offizielle Regio-Linie, die ja komplett auf Wasserstoff setzt. Weil Diesel wird immer teurer und ist ein Rohstoff, der natürlich auch immer weniger wird. Und so ein riesiger V12 da hinten, oder V24, ich bin mir nicht sicher. Wie viele Zylinder hat ein HSD? 16 Zylinder. 16 Zylinder Maschine. Ja, die schluckt dann ein bisschen was. So, der Endhalt, St. Ives. Sehen wir wieder einen Haufen Leute. Und da werden wir natürlich die Props wieder abgehen, damit ich es gemacht habe. Und wenn mal ganz langweilig ist, dann mache ich das bei den anderen Stationen auch. Dann habe ich hier mal alles. Aber vermute ich eher nicht. Werde ich vermutlich eher so machen, wenn ich hier so fahre wie jetzt. Dass ich dann gerade irgendwie sammle, wenn es gerade passt. Bin ein bisschen zu fest in die Eisen gegangen hier. Ah, ich würde eine perfekte Fahrt. Das wird es de facto nicht geben. Irgendwann mal vielleicht. Nice. Endstop, Türen auf und wir gehen wieder raus. Ja, da gibt es leider nichts zu machen. Koffer wieder hinstellen. Wo natürlich keine Bomben und so weiter drin sind. Jetzt ein Parkett. Ja.
so ein, wie heißt denn das Teil? So ein Güter. Aber es fällt mir das Wort nicht ein. Aber du bist der Beste. Das ist so ein Gepäckmägelchen halt. So. Dass ich es auch noch hinkriegt habe. So, und die letzten hier hinten noch. Ja, schöne Aussicht, schöne HSD und das war's auch schon. War eine kleine Spritztour, hat mir mal gefallen. Gut, das nächste Mal, glaube ich, machen wir mal einen High-Speed-Service. Vielleicht mit einem IC oder auch mit einem HST. Ja, vielleicht der HST wird mich ein bisschen mehr reizen. Hoffe, hat euch gefallen. Und lasst doch ein Like da oder einen Kommentar. Wollt ihr mal irgendwas Spezielles sehen, dann lasst es mich wissen. Ich sage erstmal ciao und wir sehen uns beim nächsten Video.